Kommen wir zum CSD in Magdeburg, hier zum Christopher Street Day. Wir organisieren den ja jedes Jahr. Großes Team steht dahinter, hinter den Kulissen. Jeder kann da mitmachen. Also wer Lust hat, seid einfach dabei. Es ist auch ein Riesenspaß. Und dieses Jahr geht das los am 9. August. Das ist ein Freitag, 14 Uhr. Hissung der Regenbogenfahnen am Rathaus. Anschließend Empfang im Rathaus der Landeshauptstadt Magdeburg mit der Präsidentin des Stadtrates, das ist Beate Wippenhorst. Mit dabei sind in der Regel auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, diverse Kommunalpolitiker aus Magdeburg und der Region, oftmals auch Landespolitiker. Letztes Jahr war es richtig gut besucht, um die 60, 70 Leute waren im Rathaus, bekommt immer mehr Anklang, sagen wir es so. Anschließend geht es dann weiter mit, wir haben vorgesehen, dieses Jahr den Film zu zeigen Unter Männern, schwul in der DDR, mit einem anschließenden Filmgespräch mit dem Regisseur, das ist Ringo Rösener, und Eduard Stapel, ein Bürgerrechtler aus der DDR, der damals die Zeit miterlebt hat. Beginn tut der Film um 19 Uhr, den Ort haben wir noch nicht festgelegt, wird in Kürze bekannt gegeben. Ihr findet alle weiteren Informationen auf der Internetseite von www.csdmagdeburg.de oder auf Facebook. Die gesamte Woche wird dann weitergehen bis zum 18. August, Sonntag, den 18. August. Der große Tag hier in Magdeburg ist wie jedes Jahr die CSD-Parade durch Magdeburgs Innenstadt vom Bahnhof Neustadt bis zur Hegelstraße am Hasselbachplatz. Und ich übergebe mal das Mikrofon dem Matthias. Er wird noch etwas erzählen über den Samstag und Sonntag und die anderen Tage innerhalb der CSD-Woche. Ja, weiter geht's denn am Samstagnachmittag. Da haben wir eine schwul-lesbische Stadtrundfahrt durch Magdeburg geplant, wo wir die verschiedenen Orte besuchen, wo schwul-lesbisches Leben in Magdeburg stattgefunden hat. Unter anderem fahren wir vorbei am Gummibärchen, unsere schwul-lesbische Kneipe, die wir in Magdeburg mal hatten, das Boys and Beats, fahren an der Statue von dem General Stäuben vorbei, der auch nachweislich schwul war. Und ja, wer da mehr erleben möchte, kommt einfach mit auf die kleine Stadtrundfahrt und dann gucken wir uns mal an, was es alles so in den vielen vergangenen Jahren in Magdeburg an schwul-lesbisches Leben gegeben hat. Am Sonntag findet dann wieder unser schwul-lesbisches Fußballturnier statt und da machen wir jetzt Werbung. Und zwar jeder, der Lust hat, mit Fußball zu spielen. Man muss nicht Profi sein. Es sind alles Hobbyfußballer, die dort mitmachen. Im letzten Jahr haben wir gestartet mit 4 Mannschaften. Wir vergeben den CSD-Pokal, das ist ein Wanderpokal, den es denn jedes Jahr für die Siegermannschaft gibt. Jeder, der mitmachen will, kann eine Mannschaft gründen. Benötigt werden insgesamt 6 Spielerinnen. Wir spielen auf einem kleinen Feld. 6 Minuten geht eine Spielzeit und dann wird das Turnier ausgetragen. Wer Lust hat, sich anzumelden an unserem schwul-lesbischen Fußballturnier, kann dies tun. Und zwar über unsere E-Mail-Adresse info@csdmagdeburg.de könnt ihr euch anmelden. Jeder, der Lust hat, egal ob Männlein, Weiblein, ob gemischt, alles ist möglich. Wichtig ist, dass es 6 Spieler oder Spielerinnen gibt, die mitmachen. Eventuell wird es noch sein, dass wir noch Volleyball spielen oder Tischtennis spielen. Das ist alles noch in der Planung. Wir müssen mal schauen, was daraus wird. Und wenn ihr genauere Informationen wünscht, könnt ihr natürlich regelmäßig auf unsere Homepage gucken. Unter www.csdmagdeburg.de halten wir euch immer auf dem Laufenden. Das Ganze ist eine echt total lustige Geschichte. Es ist nicht unbedingt nur Sport und man muss sich nicht unter Druck gesetzt fühlen. Geht um Spaß, um Fun. Es ist auch ein Fest. Es gibt was zu essen, was zu trinken. Also es ist eine richtig tolle Sache. Wir bekommen jede Menge Aufmerksamkeit und es zeigt auch so ein bisschen deutlich, dass es auch Schwule gibt und auch Lesben gibt, die Fußball spielen. Das ist ein Klischee, dass wir mit sowas gar nichts zu tun haben wollen. Das ist völliger Blödsinn. Es gibt nicht nur Heteros in der Fußballwelt, sondern auch Schwule und Lesben. So, machen wir weiter. Es gibt dann wieder, wie jedes Jahr, die lesbisch-schwule Filmnacht im Cinemax. Wir arbeiten auch mit dem Cinemax zusammen. Und das ist gut so. Dienstag die Literaturnacht, dieses Jahr mit Caroline Emke. Wieder in der Feuerwache im Café Hirsch wird das sein, mit einem Snackbuffet. Lasst euch überraschen, das Ganze im Vorverkauf ebenfalls auf unserer Internetseite.
Dann gibt es traditionell am Mittwoch eine Veranstaltung des lesbisch-schwulen Referats an der Uni, Dyke and Gay. Ist noch in der Planung, was es sein wird. Wir lassen uns selbst überraschen. Dann am Donnerstag dieses Jahr, das erste Mal in dieser Weise, hat natürlich was mit der Bundestagswahl zu tun. Wir nutzen das aus, wir treiben die Politiker vor uns daher. Es geht um das Thema Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Wollen wir diskutieren mit den Spitzenkandidaten aller Parteien, die hier in Sachsen-Anhalt zur Bundestagswahl antreten. Das Ganze wird moderiert, wir suchen den Ort noch raus, wird eine Abendveranstaltung und dort wird es heiß hergehen. Und schauen wir mal, wer sich tatsächlich am Ende für unsere Interessen einsetzt. Und wir denken, dass das jede Menge Aufmerksamkeit bekommen wird. Denn dieses Thema Öffnung der Ehe, gleiche Rechte für gleiche Liebe, begleitet uns dieses Jahr als Motto über alle Tage hinweg. Und auch auf dem Straßenfest, dem traditionellen Straßenfest, wird es auch nochmal eine kurze Diskussionsrunde geben. Jeder hat die Möglichkeiten, Fragen bei uns auch einzureichen. Wir werden die Politiker löchern und schauen wir mal. Ja, weiter geht's dann am Freitag. Da haben wir dann einen ganz neuen Programmpunkt in der Magdeburger CSD-Geschichte. Und zwar gibt es erstmalig einen Kabarettabend, der wird stattfinden in dem Theater der Grünen Zitadelle. Und wir haben eingeladen Holger Ettmeier, der dort sein Programm Schlachtreif präsentieren wird. Ja, dann geht's weiter am Samstag, denn das große Straßenfest. Um 13 Uhr geht's los mit der Parade. Wir sammeln uns vorher alle am Bahnhof Neustadt vor dem Groundwork Café in Magdeburg. Dort werden die Paradewagen geschmückt und dann geht's Punkt 13 Uhr los durch die Magdeburger Innenstadt quer durch Richtung Hasselbachplatz in die Hegelstraße, wo dann unsere große Bühne stehen wird, wo wir dann das Programm ab 15 Uhr beginnen werden. Wir haben dieses Jahr auch wieder eine bunte Mischung, für jeden Geschmack was mit dabei. Wir haben Kabarett mit dabei, wir haben Travestie, für Freunde der Travestie was mit dabei. Wir haben dabei Schlager, wir haben eine Rosenstolz-Coverband. Lasst euch einfach überraschen, was euch alles erwarten wird. Ja, am Sonntag wird dann das Programm abgeschlossen und zwar haben wir dort dann eine Radtour, unsere schwul-lesbische Sportgruppe Magdeburg wird quer durch Magdeburg fahren und ausklingen wird das Ganze denn bei einem Picknick in Magdeburg. Wer mitmachen möchte, kommt einfach mit vorbei. Weitere Informationen werdet ihr so nach und nach auf unserer Homepage finden unter www.csd-magdeburg. Werdet ihr Stück für Stück über unsere Aktivitäten während der gesamten Programmwoche und über das genaue Bühnenprogramm informiert werden. Schaut einfach drauf. Und wer jetzt noch Lust hat, uns zu helfen, fürs Straßenfest, das machen nicht nur zwei Leute, das macht nicht der Vorstand, sind jede Menge Helfer notwendig. Die Bühne muss auf- und abgebaut werden, die Künstler müssen betreut werden und. Es gibt also viel zu tun. Und wer Lust hat, mitzumachen, meldet sich einfach unter info@csdmagdeburg.de. Wir können jede Hand gebrauchen. Egal wie du liebst, egal wem du gibst, egal wo du lebst, wonach du auch strebst. Bleib immer nur du, verbiege dich nicht. Wohin du auch gehst, zu wem du auch stehst, warum du auch leidest, wofür du dich entscheidest. Bleib dir immer treu und zeig keine Scheu, deine Träume zu leben, dafür alles zu geben. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Was man über dich redet, kann dir gleichgültig sein. Sei mutig, denn Menschen finden sich, die frei fühlen und denken und sie lieben dich.